Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim! Yo, wir sind wieder da. Ich mach die Spinne mal lebendig. Und dann reisen wir zu anderen großen Spinnen, die ich noch weiß, wo sie ist. Die andere Spinne, die hätten wir hier. Da reisen wir hin, da kommt die andere mit, beleben wir die wieder, gehen raus, beleben die andere wieder, dann haben wir zwei Riesenspinnen. Dann muss ich nur noch eine dritte finden, vielleicht sogar noch eine vierte Riesenspinne. Die Frage ist bloß, wo? Ich habe nämlich keinen blassen Dunst. Wow. Ja, ich lasse die hier mal liegen, die ist hier ganz sicher. Ich habe nur keinen blassen Dunst, wo sich noch Riesenspinnen befinden. Das ist es. Hi. Au. Das ist nicht nett. Hey. Hey. Wo ist der Schütze? Ja, wo ist er? Ja, da ist der Schütze. Also, wir gehen rein und ich, ja, wo ist eine dritte oder eine vierte Riesenspinne? Das weiß ich leider nicht. Mal nachdenken, bei den Magiern, da habe ich was gemacht. Oh, Banditen. Oh. Ah, da kommt Nostalgie auf, Erinnerungen. Hier war ich schon. Vor 120 Folgen, nicht ganz, etwa vor 118 Folgen war ich das erste Mal hier drin. Muss man sich mal vorstellen, vor 118 Folgen. An 20 Minuten. Boah. Hey. Das ist schon heftig. Wow. Hä? Oh, eine Fackel. Ja, da muss man schon 120 Folgen. Das ist wahnsinnig viel. Stimmt das, was ich hier mache? Ja, Schlange und... Nee, stimmt nicht. Doch, Schlange, Schlange und Fisch. Schlange, Schlange und Fisch. Das ist Fisch. Ich sagte, das ist Fisch. Gut. Let's go. To the mall. Ah nee, das ist was anderes. Es lebt alles wieder, aber teilweise sind trotzdem noch tote Leute hier. Ich sehe tote Leute. Nein, teilweise ist es nicht. Da fehlt nicht mehr viel bis 100, hm? Wo ist das letzte Skiva-Stück? Ist wohl weg. Was ist das für ein roter Punkt da? Der gefällt mir nicht. Naja. Wie gesagt, oh. Hey, das ist ja alles wieder hier. Das habe ich alles aber schon mal aufgenommen. Liegt das daran, dass ich schon so lange nicht mehr hier war? Gut möglich. Lebt die Riesenspinne hier noch? Naja, verwundete Riesenspinne. Ist die stark? Ja, ganz ordentlich. Ein bisschen Feuerproblem hat sie, das Liebe. Gut, sei es drum. Sei es drum. Sei es drum. Gut, das heißt, ich belebe die wieder. Geht momentan nicht. Ich mach mal ein Speed rein. Bis gleich.
So, lebe meine Spinne. Heißt jetzt auch wieder verwundeter Frost. Ja, schade. Verwundet. Jetzt ist bloß die Frage, wo kriege ich noch mehr her? Ich muss hier einfach mal weiterrennen. Ich muss zurückrennen und dann rausgehen und reisen. Dann sollte sie rauskommen. Wo geht's? Da lang. Bei den Magiern bin ich doch sicher auch mal über Spinnen gestolpert. Ah, da müsste ich in den alten Folgen nachsehen. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Ja, oder ich mach's so, wenn es noch jemand von den Zuschauern weiß, dass er mir das dann sagen kann, wo ich noch eine Riesenspinne finde. Oder ich arbeite zu Beginn einfach mal mit den Zweien, die ich habe. Auch eine Möglichkeit. Oh, das habe ich ja komplett vergessen. Ich hab mich aufgrund von den Kommentaren entschieden, die Riesenspinne zu machen. Weil da sehr viele gesagt haben, mach das mit der Spinne. Also mache ich das mit der Spinne. Und ja, das hätte ich eigentlich zu Beginn sagen sollen. Total gepennt. Na gut. Eben, das mit den Riesenspinnen kommt jetzt. Ich kann später vielleicht im Spiel immer noch das mit den Werwölfen auch nochmal machen. Ist eigentlich ja kein Problem. Reißen. Eigentlich kein Problem. Von dem her kann man das immer noch nachholen. In der Infokarte. Ich werfe es hier noch in die Infokarte. Die Folge, wo ich das mit den Werwölfen zum ersten Mal gemacht habe. Und. Gut, ich mache nochmal einen Boost rein. Bis gleich. Und zwei riesengroße Spinnen. Sie sind mein. Ja! Drachenkampf! Hui! Ach, das ist geil! Mal gucken, wie die abschneiden. Nee, du hast auf dem Boden zu bleiben, Freundchen. Verfehlt. Nicht gut. Komm runter. Und bleib runter. Meine Spinnen, okay. Da brauche ich mehr. Ich brauche mehr Riesenspinnen. Ja, die haben natürlich ein Feuerproblem. Dann übernehme ich das. Nett. Gut, wenn ich 4 oder 5 von der Sorte habe. Dann wird das richtig geil. Also. Wir pushen das mal hoch. Nochmal einen Boost rein. Gut, wieder da. Und... ja, der falsche Spruch drin. Ritualstein. Gut. Wir gucken mal auf der Karte, wo es noch eine Spinne haben könnte.
Wo könnte es noch Riesenspinnen haben? Drachenschrein. Nein. Ja, das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Ich mache ganz kurz einen Übergangseffekt und schaue rasch in meinen älteren Folgen nach, ob ich was finde. Bis gleich. So, wieder da. Also, ich habe mal kurz im Netz nachgesehen und es sollte scheinbar hier hinten. Ich habe nämlich in den Folgen nichts gefunden. Deswegen habe ich kurz im Netz nachgesehen. Es sollte da hinten eine Höhle geben, wo es Spinnen hat. Da sollte auch eine Riesenspinne sein, vermute ich. Wir werden das mal erkunden, mal kurz schauen, mal da nach hinten gehen. Wenn ich in dieser Folge nichts mehr finde, arbeiten wir halt mit zwei großen und die restlichen kleinen, die ich dann mir noch zulege. Ha! Ja, ich lege mir dann die kleinen Spinnen zu. Das kommt gut. Naja, genau. Das ist ein bisschen doof. Dann machen wir nochmal einen Boost rein. Bis gleich. Let's. What the fuck macht ihr denn hier? Naja. Etwa dahin muss ich. Ich weiß nicht, ob das schon die Erweiterung ist oder nicht. Das werden wir jetzt. Warum liebst du nicht wieder, Spinne? Hä? Naja, gut, ich mach nochmal einen Boost rein. Da stimmt was nicht. So, Versuch Nummer 2. Dankeschön. Also, gehen wir. Mal gucken, ob das jetzt die Erweiterung ist vom Spiel oder nicht. Das nimmt mich nämlich Wunder. Wenn es die Erweiterung ist, komme ich da nicht hin. Ich habe nämlich die Erweiterung nie gespielt. Kommt ihr? Danke. Wie gesagt, ich habe die Erweiterung nie gespielt. Hatte da keine Lust, noch Geld auszugeben dafür. Aus diesem Grund nur Skyrim in seiner rohen Form. Wir werden jetzt sehen, ob es die Stelle gibt oder nicht. Ich bin einfach. Ich finde es schön. Ich sag's schon zum x-ten Mal, die Grafik ist auf der Xbox nicht das Beste, aber ich find's immer noch unfassbar schön. Kommt ihr, Spinnen? Ah, da sind sie. Ich grusel mich jedes Mal immer noch ein bisschen. Bisschen? Ja, dann bricht das Schweizerdeutsch wieder durch. Ich. Drache? Drache. Also gut, nochmal. Drachenfallschrei. Kommst du? Oder lässt du es sein? Wenn du nah genug bist, dann erwische ich dich. Komm her. Komm her. Hey. Ah, oh, 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 oh. Das ist ein bisschen viel aufs Mal. Spinnen, waltet eures Amtes. Muss ich meine Spinnen? Eine ist hier. Die andere. Oh,
jetzt da. Wow, das nimmt kein gut. Ich kümmere mich um den Drachen. Wow. Sind die Banditen tot? Hast du sie klein gekriegt? Ah, die Spinne wieder. Komm, ich helfe dir. Die kriegt das ganz gut alleine hin. Aber die kommt hier nicht rein. Aus diesem Grund übernehme ich dich. Ist okay, Kleines. Ist okay. Meine Süße. Es ist nur die Frage, wo meine andere Spinne hin ist. Ist da runtergerannt? Dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Wo ist sie bloß? Wo ist sie bloß? Wo sind sie beide? Habe ich sie jetzt wirklich verloren? Das würde mich also sehr, sehr nerven. Na gut, dann wende ich einen Trick an. Und zwar den. Ich hoffe, es klappt. Ich reise jetzt dahin, dann sollten sie beide zu mir kommen und sterben. Dann müsste ich sie nochmal wiederbeleben, aber sei es drum. Wenigstens sind sie wieder da. Hier ist eine. Ja, verflucht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die andere ist weg. Ah. Mann, Mann, Mann. Das ist nicht gut. Also, ich mach's so. Ich mache hier einen Speicher, riesige Frostspinne, ja, die Verletzte ist weg. Die Banditen, die haben wirklich hier gelebt. Viel zu kalt. Da würde ich ja sterben, Bockelte. Also, ich mache so, ich speichere an der Stelle hier. Und in der nächsten Folge hoffe ich dann, dass ich zwischenzeitlich die Spinne wieder gefunden habe. Ich werde das nicht aufnehmen, ich werde die Spinne einfach kurz separat suchen. Und dann geht's hin in die Höhle. Ich muss es jetzt halt trotzdem über diese Folge nochmal eine Folge machen, weil es nicht anders ging, weil da noch ein Drachenkampf kam. Aber passt schon so. Passt schon so. Das heißt, in der nächsten Folge sehen wir uns hoffentlich wieder mit beiden Spinnen. Bis dann, ich freue mich drauf. Auf Sky!